Hallo meine sehr verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen zum heutigen Replay of the Week mit dem AMX M449 oder für viele unter dem Namen Liberté, auch besser bekannt dem Tier 8 Premium Panzer der Franzosen. Und der White Star Fighter hat hier das Ganze gespielt und da habe ich mich einfach mal bedient bei der Runde, denn die schaut richtig nice aus, richtig, richtig fetten Schaden für Tier 8. Ist hier Top-Tier, 8er, 7er Gefecht, aber ist jetzt vielleicht nicht ganz so krass Top-Tier wie 8er, 7er, 6er, sondern der wird hier schon so ein bisschen was in Gegenwehr bekommen. Was haben wir so an furchterregenden Gegnern, sage ich mal. Gegner hat den Gleichpanzer, dann haben wir noch einen IS-3, der immer gut performen kann, Löwe. Ein Patriot darf man auch nicht unterschätzen, Scorpion G ist auch immer für eine Überraschung gut. Und ja, so was Ekliges wie so ein E25, also da sind wir mal sehr gespannt, was er auf dem Weg noch so findet. Jetzt am Anfang fährt er mal an die klassische Heavy-Position. Ist jetzt nicht so ganz überraschend. Jetzt findet er schon den Patriot. Direkt den ersten Schuss drauf, kein Problem. Der nächste sitzt auch gleich wieder. Der Patriot hat es da nochmal gedacht, sich, ich guck nochmal, ob da noch einer steht. Aber ja, er steht da immer noch. Gegner drückt da natürlich unten jetzt ein bisschen weiter vor. Aber auch noch nicht zu stark, also noch nichts passiert. Und da covert er jetzt auch die Seite dann gleich mal ab, dass da auch keiner jetzt mal durchkommt. Ja, und da sind eigentlich die ganzen anstrengenden Gegner vorhanden, sage ich mal, die ich schon so aufgezählt habe. Besonders natürlich seine Achterkollegen. Ja, da kommt er hier seitlich gut auf den Löwen drauf. Da braucht er jetzt nicht auf die Kommandantenkuppel ziehen, auf die er es ja schon fast probieren wollte. Aber wenn der seitlich so schön steht, den IS-3 eigentlich auch nicht schlecht. Aber wenigstens gekettet, dafür kriegt er auch noch den Unterstützungsschaden. Und ja, ich wollte gerade sagen, hier kann man jetzt für die Kommandantenkuppel gehen, aber da hat er jetzt ein bisschen viel hin und her gewackelt. Er muss auch so ein bisschen aufpassen, dass er hier nicht so gepusht wird, im Sinne von, dass er blockiert wird, denn, und wir haben es ja ganz, ganz gut gesehen, dass der Tiger da an der Wand neben ihm war und sowas geht dann immer mal ganz doof aus. So, jetzt hat er hier das Wrack als Schützenhilfe, kann man sagen, denn, ja genau, und da hat man schon gehört, dahinter ihn blockt ihm schon einer, da muss er echt aufpassen. Er macht es hier ganz gut. Aber das geht immer ganz schnell, dass man plötzlich auf einmal einen Mate hinter sich hat und dann ist man auf einmal gefangen und im Arsch. So, Geschütz kaputt. Das hat er natürlich sofort wieder repariert, weil ohne das geht es einfach mal gar nicht. Und gerade wenn da noch so viele Gegner vor einem stehen, da geht es darum, man muss Gas geben und einfach schnell sein. Also man kann nicht sagen, der ist beschäftigungslos. Und jetzt hier auf dem Onida auch auf den Turm geballert, da wo er als einziges wirklich noch Schaden anbringen kann. Jagdpanther verzweifelt schon, jeder jetzt mit HE hier auf ihn am Ballern und der schon 4.500 Schaden. Und man kann nicht sagen, er ist hier nicht wirklich vorne dabei, sondern er ist definitiv einer, der hier für den Damage und auch für den Schaden geht. Der Uni hat ihn jetzt gut getroffen, nochmal so einen und er wäre raus aus der Runde, deswegen muss er da schon so ein bisschen aufpassen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er deswegen jetzt passiv oder zurückhaltender spielt, ganz im Gegenteil, er bleibt weiterhin mitten im Geschehen. Ja, und jetzt hier gut aufgepasst.
den anderen M4 rausgenommen. Oh, das war ein guter Schuss, den er da auf den Jagdpanther ballern konnte. Und er schon bei 5400 Damage und sein Team erstmalig jetzt in Führung. 8-7 steht es jetzt mittlerweile. So vielleicht so ein bisschen das Momentum gedreht in der Runde. So, jetzt fährt er mal ein Stück weg. Vielleicht den Tiger jetzt nochmal erwischen. Aus der Hüfte. Sehr fein gemacht. Schade, dass er den jetzt da nicht durchschlagen konnte. Jetzt geht er in die Richtschützenansicht. Und pass auf, da, ich wollte gerade sagen, der KV-13, der schaut dir doch ganz böse an. Aber das hat er noch rechtzeitig gesehen, ohne dass er da noch Probleme bekommt. Weil 187 KP, das ist halt einfach gleich weggesnackt. Hat jetzt natürlich die Problematik, dass der Tiger P in der Straße neben ihm zuletzt gespottet war. Das ist also von dem her natürlich, da ist er auch schon, derjenige, auf den er aufpassen muss. Auch wieder aus der Hüfte geschossen. Der IS-3 ist jetzt kein Support für ihn, weil der IS-3 ist nämlich unterhalb der Brücke. Der KV-13 fährt jetzt auch weiter vor, jetzt muss er auch auf den aufpassen. Ja, und er probiert es natürlich, er will möglichst wenig Silhouette von sich zeigen. 4 Kills hat er schon, da will er natürlich noch ein bisschen mehr machen. Sehr gut gemacht, also macht das sehr schön mit einer guten Übersicht, ohne in die Richtschützen an sich zu gehen. So, der Tiger P, der ist weg. Das ist erstmal kein Problem mehr und jetzt konnte sich den Tiger 1 sichern und damit seinen Krieger auch noch einfahren. Und jetzt ist das alles wieder ein bisschen entspannter, 6400 Damage und er kann jetzt mal wieder für den Tiger P gehen. Also das Team hier den Löwenanteil des wahrscheinlichen vermeintlichen Sieges ihm zu verdanken, das kann man nicht anders sagen. Kurz wurde er gekettet, die hat er sofort wieder zurückgeholt, weil der will natürlich hier weiter sidescrapen. Der Tiger P mit dem Mut der Verzweiflung und HE. Aber das hat nicht gereicht und dementsprechend kann er jetzt hier in Ruhe warten, bis die Kette wieder vollständig genesen ist sozusagen. Und jetzt gibt es bei der Gegnerseite noch einen Tiger und einen Skorpion G. Aber sehr fein gespielt, sehr fein. Und die beiden waren zuletzt da in dem äußeren Bereich gespottet. Wir sehen es ja auf B7 bzw. B9. Da waren sie zuletzt gesichtet. Können sie natürlich auch verlegt haben, ist klar. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie da noch irgendwo in dem Areal sich befinden, ist schon sehr hoch. Gerade der Scorpion G. Ich glaube nicht, dass das so einer ist, der jetzt hier sagt, ich fahre jetzt mal durch die Gegend und schau mal, wo der Gegner sich befindet. Der wird schon wahrscheinlich eher so die Hühnchentaktik fahren. Jetzt ist er auch offen, aber er sieht nichts. Und er sagt auch Scorpion go, weil der Scorpion, der ist halt noch fast rappelvoll. Der kann halt auch noch ein, zwei Hits sogar vertragen, ohne dass er hier platzt. Er hat auch schon HE vorgeladen, denn er weiß klar, wenn der Skorpion aufgeht, für die will er so eine schöne HE-Schelle, besonders für den Skorpion natürlich. So, der Tiger. Jetzt muss er mit HE schießen, aber trifft er noch das Munilager und nimmt ihm das raus. Sein 7. Kill. Der nächste wird noch die Radley Walters bringen, aber der Skorpion G hat ihm die nicht gegönnt, aber scheißegal. 7209 Damage und 7 Kills. Dabei gab es 2070 Basiserfahrung und 205.000 Credits hat die Runde gebracht. Ich glaube, alles in allem ein extrem verdientes Replay of the Week, denn anders als sonst hat er sich hier wirklich vorne nach vorne getraut, hat hier viel gemacht, aktiv gespielt und aktiv die Runde für sein Team entschieden und dafür eben für mich ein verdientes Replay of the Week. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.